alles fing so harmlos an. Oder da ist auch mein Gesicht drin in den Schaukasten. Und dann war ich plötzlich überall. Also ich habe die auch schon gesehen. Sie haben die schon mal gesehen. Jetzt suche ich die, die mich verwendet haben. Also jetzt fängt es aber langsam hier an. Ja, ihr habt vielleicht eine Länge gesehen. Heute ist nicht ganz so lang und auch nicht so geil recherchiert, weil uns ist ein Thema weggebrochen. Und deswegen sitze ich hier und guck noch mal, was mein Stockfoto so gemacht hat. Ihr erinnert euch vielleicht. Vor ein paar Monaten habe ich dieses Foto hier gemacht. Und als kostenloses Stockfoto ins Netz gestellt. Nichts dabei gedacht. Berühmt geworden ist ja die Biersocke. Aber es ging noch weiter. Gut, dann gucken wir mal, was da abgeht. Ich wollte mal wissen, wo ich so auftauche. Wer mein Bild alles verwendet hat. Ich muss einfach mein Foto in die Bildersuche eingeben. Ach du Kacke. Ah, super schnell. Gute Qualität und gute Kopfstre. Also mir hat der Epilierer richtig gut gefallen hier offensichtlich. Zeichen von wenig Testosteron in einem Mann. Wollen wir das auch googeln oder nein? Ja, auf jeden Fall. Na klar. Was hast du da gefunden? Vorzeitigen Samenguss verhindern. Gibt es Tees mit potenzsteigender Wirkung? Wieso bin ich denn immer potenzsteigender? Und dann sieht man mich, wie ich so einen Kaffee trinke. Ja, offenbar sehe ich aus wie ein Typ mit sehr erhöhter Potenz. Das würde ich daraus interpretieren. Hochpotenter Typ, auch im Dating-Game. Offenbar ist jemand in Berlin unterwegs, und zwar Marius. Der versucht bei Tinder irgendwelche Frauen kennenzulernen mit meinem Foto. 28, ne? Ich bin 33. Pass auf, how to build relationships with reporters. 13 Tipps. Verrückt, ich bin einfach überall. Und lustig, ihr verwendet mein Foto als Profilbild. Ausländische Seiten basteln Memes mit meinem Gesicht. Vollbart, Oberlippenbart, 3-Tage-Bart. Welcher passt am besten zu mir? Na, meiner natürlich. Und es nimmt einfach kein Ende. Entspannt, kreativ und ein wunderschönes Lächeln. Das bin ich. Was ist das hier? Ach so. Ja, das ist ganz witzig. Das hat ein Kumpel von mir geschrieben. Das ist tatsächlich vom Nordfriesischen Institut das Jahresheft gedruckt wurde, und zwar mit meinem Gesicht drauf, von meinem Stockfoto. Ja. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Was ein Look? Wahrscheinlich, wie gut sieht der denn aus? Vielleicht geht es ja tatsächlich nur um mich. Ein ganzes Buch nur? Weiß ich nicht, vielleicht. Man weiß es nicht. Wir machen uns heute auf den Weg, wollen herausfinden, wie ich auf das Buch gekommen bin. Ja, wir sind unterwegs an die Nordseeküste, in die Nähe von Husum. Oh, guck mal, Schafe überall. Film mal schnell die Schafe. Ja, und da wollen wir mal von denen hören, warum die mein Gesicht benutzt haben. Die wissen auch nicht, dass wir kommen. Hier ist auch schön norddeutsches Wetter. Alles schön neblig. Ist das, oh, da ist auch mein Gesicht drin in den Schaukasten. Schon, das war ganz schön geschrien. Neuerscheinung. 7,80 Euro. Soll ich klingeln oder einfach reingehen? Ich gehe mal einfach rein, komm. Hallo. Gunnar Krupp vom Norddeutschen Rundfunk, hallo. Darf ich Sie einfach überraschen? Ja, ich habe mein Bild bei Ihnen gefunden auf dem Heft. Und wir wollten nur mal wissen, wie das zustande gekommen ist, dass ich auf dem Cover gelandet bin. Wissen Sie das? Das ist im Grunde ein Zufall. Ja? Wir haben natürlich gesucht im Netz, wo finden wir einfach sympathische Bilder, die das ausdrücken, was wir ausdrücken wollen. Und da einfach ein junger Mann, der theoretisch auch ein Friese sein könnte. Also der Verkauf lief ganz gut an, so viel kann ich sagen. Das liegt aber auch am Bild wahrscheinlich. Liegt bestimmt auch am Bild. Haben Sie gut erkannt, dass es ein norddeutsches Gesicht ist, auf jeden Fall. Passt. Ja. Und jetzt lerne ich sogar noch die Frau kennen, die mich ausgewählt hat. Ja, vor allem Regen. Ja, und wie sind Sie darauf gekommen? Oh, ich habe einfach hier Google Mann gesucht. Einfach nur Mann googeln? Mann, ich habe hübsch nicht eingegeben. Oh nein. Wie hat die mich denn gefunden? Die wird mich in so ein Stockfotoportal eingegeben haben, glaube ich. Ja, witzig. Und dann war die Auswahl nicht schwer, war das von mir dann weniger das Einzige, was ging. Ach so, okay, ja gut. Ja. Posen, lächeln, kleines Fanshooting in Friesland. Ich bin jetzt also ein Coverboy. Und was steht drin?
Efter Arre. At wir Harras wurden. Hier Maren, Leuer Mist und Amask, wie ich auch Ras Göding, wie Satur Damper kehrt. Ach ja, von weder, wat bief der Dick, sticht an sticht, an hat me fiesbickert, fett, könnt ey flücht. Ja, ich habe kein Wort verstanden, aber scheint wohl doch nicht nur um mich zu gehen. So, Geheimnis wurde gelöst, es war Zufall und sie haben natürlich einfach nur nach einem freundlichen Gesicht gesucht. Hier lese ich, wie jeden Morgen natürlich, die Wirtschaftsnachrichten. Was ist das? Ach, ich lese gerade im Handelsblatt ein bisschen. Artikel über Wirtschaft und sowas, ne? Hier, wie findest du den? Hier, warte kurz. Der hier? Nein! Förderung der Unternehmensnachfolge. Was wollen die? Zinsgünstige Förderkredite. Mein Gesicht werben für solche Kredite, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und seine Mutter hat es immer gewusst, aus dir wird nichts mehr. Aus dir wird nichts mehr. Ich habe gehört, dass ich auch in der Hauptstadt irgendwo rumhängen soll. Ja, wir sind hier in Berlin und wir suchen jetzt die Tram, weil mein Stockfoto soll ja irgendwo in einer Tram zu sehen sein. Und wir haben gar keinen Plan, in welcher, und deswegen steigen wir jetzt einfach in irgendwelche Bahn und suchen jetzt dieses Bild. Die große Suche nach diesem kleinen Bild beginnt. Stundenlang sind wir unterwegs. Das wird sie jetzt sein, habe ich im Gefühl. Aber hier war es auch nicht. Ich will das jetzt finden, das gibt's doch nicht. Wir sind schon über eine Stunde unterwegs. Jetzt bin ich weg. Scheiße. Blöd gelaufen. Tut mir leid. Vielleicht können Sie uns helfen. Weil wir sind auf der Suche nach dieser Werbung, weil da mein Gesicht drauf ist. Und der soll in der M2 hängen. Also ich habe die auch schon gesehen. Sie haben die schon mal gesehen? Ja, ja, schon des Öfteren. Ich war heute schon unterwegs gewesen. Ich habe die mal auf die M4 gesehen. Ich M4? Habe ich heute schon mal gesehen, die okay. Werbung. Gut, gehen wir zur M4. Da fährt sie gerade weg. Ich habe die Hoffnung eigentlich schon fast aufgegeben. Und dann... Hier ist es. Ich hab's gefunden. Guck mal. Ich freue mich richtig. Hier bin ich. Aber komm, wir fahren da jetzt mal hin. Logopädie. Okay, ich habe also Sprachprobleme. Moin. Hallo. Wir kommen hier einfach so mit der Kamera rein. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe nämlich mal eine Frage. Ich wollte nur wissen, wie Sie auf mein Gesicht gekommen sind. Und zwar haben wir eine Werbefirma in Auftrag gegeben. Und die hat unsere Bilder gesehen, die wir da schon haben. Und fand die sehr, nicht sehr schön. Und... hat uns denn andere gegeben. Warum gerade ich? Weil es passend war. Ach, sehr gut. So, Gunnar, mach mal nach. Ist das na. Gut? Nee? Nein. Bin ich so viel älter geworden? Ja. Wirklich? Wir arbeiten dran. Ach, ist das traurig. Na gut. Ja. Das war's auch schon. Aber das Wetter wird ja auch langsam besser. Ihr könnt mal ein bisschen rausgehen oder andere tolle Reportagen gucken von STRG F. Würde uns freuen. Und wir haben auch gesehen, viele von euch haben uns gar nicht abonniert. Macht das doch mal. Und bis nächste Woche. Du hast da was vergessen, du wunderschönes Wesen. Von einem Wunder ist die